Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Hunter Classic. Beim letzten Mal Call of the Wild Zwischenstopp gemacht, aber dann kam eine Neuerung bei Classic und die wollen wir uns angucken, Freunde. Wir haben schon in der Hand. Drei Läufe, Drilling am Start. Sehr, sehr nice, Mann. Drilling haben sich, glaube ich, viele schon lange gewünscht. Da sehen wir schon die Läufe. Finde ich geil, Mann, dass es so ein Drilling tatsächlich gibt. Und man kann damit tatsächlich dann alle Wildarten mit einer Waffe bejagen. Finde ich gerade cool für die Leute, die vielleicht keinen Premium-Account haben, dass sie nicht jede Waffe kaufen müssen oder dass man nur eine Waffe kaufen muss, um alle Wildarten bejagen zu können. Finde ich das sehr, sehr cool. Man muss natürlich dann immer gucken, dass man halt die richtige Munition lädt, ne? Es gibt diese Birdshot, die... Oder weiß ich, was gibt's da noch alles? Birdshot, Buckshot, Slug-Munition und halt 9,3x74R. Das ist der Kugellauf. Ich hätte mir gewünscht, dass es da vielleicht noch so einen Einstecklauf gibt für Kleinkaliber. Wäre ganz geil gewesen. Weil man so quasi, also so Füchse oder sowas oder Kleinwild muss man halt schon dann irgendwie auf kurze Distanz bejagen mit den Buckshots oder mit der Slug. Weiß gar nicht, ist die Slug zulässig für kleine Wildarten? Gute Frage, weiß ich nicht. Aber so ein Einstecklauf wäre noch ganz geil gewesen mit Kleinkaliber. Wäre nice gewesen, aber haben wir nicht. So, haben wir auch das Scope direkt gekauft. Ist von dreifacher Vergrößerung bis zu, hast du nicht gesehen, 13, 18? Ich weiß es nicht, ich glaube 18 ehrlich gesagt. Müsste hier drin stehen, oder? 18, genau, von 3 bis 18. Ist ja die Frage, inwiefern das Scope hinderlich ist bei... weiß ich nicht, bei Flugwild oder so, ne? Man kann es halt nicht mit einem Quick-Taste irgendwie abmachen. Mittlere Maustaste ist hier Laufwechsel. Haben wir hier dann, ne, sind wir hier, ich habe jetzt hier Birdshot geladen. 16er Kaliber die Flinte. Sprich, man kriegt auch ganz neue Munition für. Gab's glaube ich vorher noch gar nicht, oder? Zumindest hatte ich die Flinte nicht. Und na gucken wir mal. Bin jetzt hier auf, wie heißt die Map hier? Keine Ahnung, Logger's Point? Ne, Logger's Point ist halt nicht hier. Wie heißt die denn? Keine Ahnung, wie die heißt. Auf jeden Fall sind wir gerade unterwegs. Und versuchen, ich gehe mal gerade bei Steam offline, weil sonst kommen die ganze Zeit diese komischen Einblendungen. Offline. So. Hammer. Keine Ahnung, wie die Map heißt, ey. Kenn ich noch nicht, hab ich vergessen. Dafür hab ich zu lange nicht gespielt. Aber hier gibt's auf jeden Fall halt alle Wildarten, die wir so bejagen können. Gut, wir können eigentlich rein jede Map spielen. Aber hier haben wir zumindest auch ganz gute Kaninchenquote gehabt. Truthähne, die wir mit dem Hund jagen können, weil der ist natürlich auch wieder dabei. Und dann haben wir natürlich hier Hirsche, wo gerade schon irgendwann angecallt hat, ich weiß nicht wo. Luchse haben wir hier, Bären haben wir hier. Also alles, was wir mit den Kalibern bejagen können. Ich habe natürlich auch die Slug-Munition dabei, glaube ich. Buckshot habe ich dabei. Slug habe ich nicht dabei, aber Buckshot. Buckshot habe ich auf jeden Fall dabei. Steht eigentlich da, wofür die... Ne, steht nicht dabei, ne? Wofür die zugelassen. So eine Information fehlt halt im Spiel einfach. Aber gut. Haben wir nicht. Brauchen wir nicht. Ah, den haben wir noch. Alles klar. Perfekt. So, dann gehen wir mal hier direkt auf die Wiese gucken, ob wir hier vielleicht schon die ersten Tiere ausmachen können. Ob hier irgendwo schon was Brauchbares für uns steht. Oder aber nicht. Oh, da ist ein Bär. Da ist ein Bär direkt vor uns, Leute. Da können wir direkt mal die Waffe testen, ey. ist geladen. Wo ist er hin? Er tot? Ne, ist er noch nicht. Ich weiß ja nicht, auf welcher Distanz die schießt. Aber ein Knallatze, ne? Jetzt ist er tot. Knallatze auf jeden Fall. Alter, was ein Bums, ey. Fliegen mir fast die Kopfhörer von den Ohren, ey. Alter, hat die einen Bums. Lull. Alles klar. Gut, wir haben ihn noch nicht geskillt, deshalb ist er ein bisschen wackelig und alles, ne? Das ist natürlich jetzt noch unser kleines Problem, was wir haben. Dass er noch nicht so krass geskillt ist. Der erste Schuss, der war auch so komisch in die Schulter rein. Gar nicht, was wir da überhaupt getroffen haben. Wahrscheinlich nicht so viel. Aber ich habe gedacht, 9,3 muss Bums haben, ey.
Ist ja dasselbe Kaliber wie die anderen 9,3er. Die anderen 9,3er ist die 74R, oder? Ich weiß gar nicht, was die andere 9,3er für ein Kaliber hat. Aber das hier, glaube ich, ist eine andere Kaliberart. Wenn mich alles täuscht. Ich weiß gar nicht, ob die so viel Bums hat, ey. Das frage ich mich gerade, ehrlich gesagt. Schon zu lange her, dass ich einen Jagdschein gemacht habe. Die Munition, die sagt mir... Es gab mal so eine, die hat einen relativ hohen Durchmesser gehabt, aber hatte vergleichsmäßig wenig Bums, Eingeweide getroffen. Wie hieß die denn, ey? Den haben sie mal Förster-Munition genannt oder so. Das könnte die gewesen sein. Das war auch irgend so eine 74R oder so eine Scheiße. Aber ich weiß nicht mehr genau, was für ein Geschossdurchmesser das war. Könnte die gewesen sein, aber war schon 10 Jahre her, oder? Fast 2009 habe ich den Jagdschein gemacht. Das ist schon ein bisschen her. So, auf jeden Fall haben wir den ersten Bär dann erledigt. Gut, dass er sich direkt hier zur Schau gestellt hat. Das ist natürlich nett von dem Bär gewesen, ne? Haben wir direkt mal hier die 9,3er testen können. Ich stelle mal gerade hier auf... Oh, das sind meine Kleinkaliber, ich bin auch dabei. Brauchen wir jetzt aber nicht mehr. Außer für weite Shots. Ich stelle mal wieder um hier auf Birdshot. Muss ich eigentlich nachladen? Ja, ne? Warte mal. Ach nee, hat er schon. Hat er direkt automatisch gemacht. Wo ist denn mein Bär jetzt hin hier, Freunde? Ach, das ist ein Felsen hier. Alles klar, ich dachte, das ist der Bär. Aber das ist ein Felsen. So, ich stelle mal wieder um. Da vorne ist der Bär. Auf Birdshot. Dann gucken wir mal, ob wir gleich hier irgendwo noch Kaninchen oder sowas finden. Da kann ich dann, dass das... Aber das Scope zoomt ziemlich schnell, ne? Insofern... Ja, weiß ich nicht. Ich würde mir echt so eine Quick-Taste wünschen, dass man das komplett abnehmen kann. Wäre, glaube ich, auch nicht so schlecht, aber haben wir halt nicht. So, hier ist auf jeden Fall unser Bär. Gucken, was wir getroffen haben. Eingeweide haben wir schon gesehen. Ja, tatsächlich. Der erste Schuss Mageneingeweide, der zweite auch nochmal Beckenknochen-Eingeweide. Gut, da haben wir halt eh von hinten drauf getroffen. Insofern wundert mich das jetzt herzlich wenig, dass es so gekommen ist. So, können wir hier mal... Warte. Und kriegen wir dich auch noch hin? So, der Bär ist zwar dahinter, aber ist mir egal. Hauptsache, man sieht den Drilling. Annehmen. No, will ich nicht präparieren. Und weiter geht's, die wilde Fahrt. Wenn wir da unten auf die Wiese gehen, ob wir da ein paar Kaninchen finden, die ja da häufig ja mal rumstreunern. Was hat da unten schon eins? Ich glaube, eine Blume oder sowas. Ne, was haben wir denn hier für eine Fährte? Ob wir da vielleicht schon den ersten Anhaltspunkt finden? Ja, Kaninchen. Kaninchen ist auf jeden Fall... Versuch mal den Hund anzusetzen. Vielleicht ist irgendwas in der Nähe. Er scheint auf jeden Fall eins zu wittern. Er geht auf jeden Fall schön langsam in die Richtung. Irgendwo da in der Wiese wird wahrscheinlich irgendwo eins hocken. Wir geben ihm mal ein bisschen Vorsprung wieder. Ich sehe es ehrlich gesagt noch nicht, aber wenn der Hund mir sagt, in die Richtung ist irgendwo eins, dann glauben wir dem das natürlich. Und können dann gleich vielleicht mal die Flinte testen. Oder die Flintenfunktion, besser gesagt. Und wie sich dann mit dem Scope verhält. Okay, aber er läuft noch. Ist noch ein Bär. Oder Bärenparty hier anscheinend. Zumindest von den Fährten her. Er ist immer noch auf dem Weg. Da sehen wir ihn jetzt auch wieder. Gut, kann natürlich auch sein, dass das Kaninchen das erste Mal abspringt und es sich dann irgendwo niedertut und dann der Hund erst tatsächlich. Er steht vor. Ich hab's gerade auch gehört.
Hockst du auf dem Weg hier irgendwo? Direkt vor mir, ne? Direkt vor mir ist es gewesen. So, die lädt er hier natürlich nach. Und dann haben wir hier das erste Kaninchen auch gefunden. Natürlich hier professionell mit der Flinte erlegt. Mit dem Drilling. Sehr schön, Mann. Macht Bock mit dem Drilling auf jeden Fall. Eine Waffe, alle Tierarten erlegbar. Macht auf jeden Fall Bock. Einfach rauf das Ding und da ist das Kaninchen auch erlegt. Sehr schön. Wir gehen weiter zur Wiese. Der Hund hat es natürlich erstmal wieder Cooldown, denke ich mal. Wie lange hat er? 150 Sekunden, alles klar. Bis dann haben wir dann vielleicht auch den nächsten oder die nächste Beute gefunden, die wir erlegen wollen. Ich frage mich echt, wann der mal hier hochlevelt, dass wir mal hier schon so tracken können, ne? Und die Luchse, die mir auch noch fehlen. Was haben wir da für Fährten? Sieht nicht wie ein Kaninchen aus. Dürfte ein Hirsch sein oder sowas in der Richtung. Oh ne, Luchs. Tatsächlich der Luchs hier auch noch irgendwo in der. Also nee, weiß ich nicht, aber zumindest war er hier mal. So, checken wir mal die Wiese aus. Ob wir hier auch irgendwo Kaninchen sehen. Ich jetzt auf Anhieb tatsächlich erstmal nicht. Oder aber die bewegen sich einfach gerade wenig, weil ich gerade geschossen habe. Ist natürlich sehr laut, die Flinte. Also im Vergleich zu einem Kleinkaliber jetzt, womit man den Hasen hätte auch jagen können, ist natürlich schon deutlich lauter, keine Frage. Aber wie gesagt, eine Waffe als Option, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Würde ich mir für Crosswild auch ein bisschen wünschen, dass sowas irgendwann kommt. Wie gesagt, vielleicht noch mit dem Einstecklauf wäre ganz cool. Dass man da noch ein bisschen breiter gefächert ist, um die Schüsse zu setzen, weil wir hätten ihn gerade ja nicht mit der Flinte erlegen müssen. Da waren wir da ein bisschen Overkill, ne? Wir haben hier irgendwo ein Kaninchen in der Nähe, aber ich glaube, ich habe noch nicht die Zeit, noch eine Minute. Aber irgendwo hier scheinen auch Kaninchen unterwegs zu sein. Auf der Map hier echt gut mit dem Hund zu arbeiten, ne? Ist echt gut. Hier aber rauszuholen, dass wir dann einen Luchs, den wir haben. Aber es ist ein anderer Luchs als den wir gerade hatten. Verschiedene Luchse hier irgendwo unterwegs auf den Wiesen. Muss man vielleicht auch mal hier so einen Luchsstand errichten, ne? Wäre natürlich auch mal ganz interessant. So, Minute ist noch nicht rum, ne? 20 Sekunden. Aber ich würde den ganz gerne irgendwo hier ansetzen, weil ich denke, dass die Kaninchen nicht allzu weit geflohen sind, wenn sie irgendwo noch waren. Die müssen irgendwo in der Nähe sein, aber wenn ich jetzt hier rumrenne, wahrscheinlich wenig Chance, sie zu finden. Das Problem ist, wenn die in dem Busch da irgendwo drin hocken, das wäre nicht so cool. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, ganz gute Karten hier zu kriegen. Hund ist auf jeden Fall aktiv. Ah. Scheint am nächsten näher zu sein, ne? Er geht aber auch in die falsche Richtung, da will ich eigentlich gar nicht hin. Jetzt hat er aber einmal so einen kleinen Knick gemacht. Ne. Ne, er rennt. Jetzt kommt er zu mir. Aber hier kann ja nichts sein. Ja, komm mal zurück, mein Kleiner. Komm mal zurück, hier scheint nichts in der Nähe zu sein. Ich dachte, vielleicht sind die Kaninchen doch hier irgendwo relativ close. Wir gehen mal hier ein bisschen höher gucken in die Wiese auf die andere Buschseite. Also wahrscheinlich hier wieder. Oder wenn er abbricht, ist er dann auch als schon benutzt. Muss ich auch wieder Cooldown haben oder was? Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Wenn ich hier mal unten zur Scheune, da ist auch meistens gut kaninchenlastig, wenn es hier auf der Wiese auch nichts sein sollte. Weiß nicht, ob man den vielleicht getrackt hätte, wenn er da gewesen wäre. Ob der in Reichweite gewesen wäre oder ob der komplett zu weit weg wäre. Fährten haben wir echt genug, ne? Fährten sind hier ohne Ende. Was haben wir hier für eine Fährte? Ah, oh, da Kaninchen.
Fiend. Davon ist auch noch eine Fährte. Also daran kann es auf jeden Fall nicht liegen. Das war da nichts finden. Aber wer weiß, wie alt die schon sind, ne? Das kann natürlich auch schon ein bisschen was her sein, dass wir deshalb hier gerade keine an den Start kriegen. Noch ein Luchs. Ich glaube, da ganz hinten sitzt ein Kaninchen, ehrlich gesagt. Ja, da unterm Busch hoppelt eins. Genau im Fadenkreuz, das erkennt man super schwer. Aber da hoppelt auf jeden Fall eins. Aber er will in die Richtung. Ja, aber er scheint auch eins zu haben, oder? Sieht so aus, als wenn er auch eins wittert. Wo auch immer das dann ist. Wahrscheinlich in der Wiese irgendwo auch drin. Aber er scheint zielstrebig drauf zuzugehen. Na gut, dann folgen wir ihm. Dann folgen wir ihm und Birchall ist ausgewählt. Nachgeladen haben wir. Kaninchen kann kommen, Freunde. Sobald wir da vorne stehen, wissen, dass da auf jeden Fall noch eins ist. Mal gucken, ob wir das hier noch erwischen und das andere vielleicht auch noch, je nachdem, wie uns das gelingt. Der Hund hat natürlich dann wieder Cooldown. Das wird sogar, glaube ich, echt noch ein bisschen weiter in dem Busch sein, oder? Wahrscheinlich gar nicht mal. Ja, ich sehe es schon hoppeln. Level 12, nice. Er worden ist Level 2. Er steht davor. Dein Rentehase. Er ist weggerannt. Da vorne hoppelt er. Aber gut, wie weit ist der weg, ey? Ist er noch da in dem Busch? Was hat er denn für ein Viech? Ich frage mich, ob der wirklich bei dem Kaninchen vorsteht, ob der bei einem anderen Kaninchen vorsteht. Ich sehe es halt nicht, ne? Ich könnte halt blind in den Busch reinschießen. Ah, der Hund zeigt mir da irgendwas an, aber ich habe keine Ahnung, wo das Häschen ist. Weiß nicht, in welchem Abstand der steht. Schwierig in den Büschen, ne? Ah, direkt vor mir. Haben wir getroffen, ey, mit der Flinte. Gott sei Dank. Bisschen schwer, das in den Scope da reinzukriegen. Aber gut, mit Schrot haben wir es dann natürlich noch getroffen. Irgendwas hat er noch gerufen. Könnte ein Bär gewesen sein oder ein Luchs, ich weiß es nicht genau. Eins von beiden war es. Aber hier ist unser Kaninchen, was uns so richtigerweise angezeigt hat, was wir dann noch im Hinterbein erwischt haben. Und wir das hier Trophy shotten. Können wir mal, warum eigentlich ein Trophy shotten, oder? Ist eh so ein Regenbild. Ja, Trophy Shot. Bams. So. Nehmen wir. Aber gut, das haben wir auf jeden Fall erlegt. Hat er sich nochmal nachgeladen? Ja, er lädt automatisch nach, das ist schon mal gut. Kann ich das nicht vergessen. Aber da haben wir das nächste Kaninchen erwischt. Also auf jeden Fall eine gute Waffe, gute Roundwaffe vor allen Dingen. Wie gesagt, man kann damit alle Wildarten erlegen, je nach Munitionsart, die man geladen hat. 9,3, gut, da ist halt, muss man gucken, welche dafür zulässig sind, das weiß ich nicht.
Und da muss man halt dementsprechend entweder Slug, Bugshot oder aber die Birdshot laden. Ah, flüchten. Guck mal, war ein Luxi tatsächlich, der hier in der Nähe sein Unwesen getrieben hat. Und da kann man auf jeden Fall hier gut mit jagen. Macht, glaube ich, Bock mit so einem Drilling. Wie gesagt, muss man dann mal gucken, inwiefern das dann vielleicht interessant ist. Gerade wenn der halt hier so geskillt ist, dass wir hier dieses Track Deer machen können oder Bobcat. Dafür ist es, glaube ich, viel, viel interessanter, weil wir dann halt nur eine Waffe brauchen, mit dem Hund zu jagen. Sehr, sehr cool. Finde ich gut, dass es so ein Drilling jetzt mal gibt. Wurde sich ja lange gewünscht. Und das war der erste Einblick damit. Gefällt mir sehr gut. Das soll zum ersten Mal gewesen sein von dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen nach oben, würde ich mich darüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.